Kaya und Edgar, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich Gelegenheit habe, euch beide gleichzeitig zu interviewen. Ich bin sehr gespannt drauf, was passieren wird, wie das laufen wird. Ich auch. Ist ein kleines Experiment, weil normalerweise ist ja immer die Situation 1:1, aber jetzt machen wir das mal und gucken. Ich habe heute Morgen schon gedacht, ob du dir noch gute Fragen ausgedacht hast. Grundsätzlich nie, denke ich mir nie aus. Die kommen oder die kommen nicht. Ja. Wirklich, ist das so? Ja. Wow. Schön. Die können doch nie interviewen. Klar, alles ist möglich im Prinzip. Wir sind auf Gomera. Ich habe euch beide eigentlich schon zu Gomera auch gefragt in einzelnen Interviews. Vielleicht nochmal kurz die Frage, wie ist es jetzt auf Gomera? Letzten Sommer hat es hier größere Brände gegeben. Vielleicht könntest du anfangen. Wie empfindest du es jetzt gerade hier auf der Insel? Spürst du was davon? Hast du schon was davon gesehen? Ja, ich hab einiges gesehen. Also ich bin ja mittags um 3 angekommen auf der Insel, bin mit dem Auto rübergefahren und dann hauptsächlich oben Rocco Agando und Laguna Grande das gesehen. Das sieht also echt verheerend aus. Das hat mich schon ein bisschen aktiviert, das da oben zu sehen. Und auch, also gerade Laguna Grande, das war ja traumhafte, schöne Wälder da drumherum. Und da mit dem Auto diese Höhenstraße zu fahren, also da war fast so weit das Auge blicken konnte, war es schwarz. Also da war auch nichts. Die Bäume waren fertig. An anderen Stellen hat man schon wieder gesehen, wo das Grün durchkommt und so. Das hat sich dann hier auch schön gezeichnet, wo man, okay, das Leben kommt wieder durch. Und ja, hier im Walle hat es ja auch einige Leute erwischt, viele meiner Freunde, die ihr Habitat verloren haben. Ich habe ja auch mal bei Freunden gewohnt, da wo du mich, glaube ich, das letzte Mal interviewt hast. Kennst du ja noch, war ein traumhaft schöner Platz, schönes Haus, da stehen dann auch die Mauern und sonst ist da nichts mehr. Ich hatte jetzt noch nicht so viel Kontakt mit den Leuten hier. Ich bin auch erstmal angekommen, habe einen Flug gehabt, der ging morgens um 6 Uhr los von Düsseldorf und davor bin ich noch 4 Stunden Auto gefahren und ich war einfach platt. Ich habe also jetzt noch nicht so viel Kontakt gehabt zu den Leuten hier, dass ich jetzt noch nicht wirklich sagen kann, wie ist es da gerade mit den Menschen. Ich merke, es beschäftigt viele. Hier im Satzheim war es jetzt mal kurz Thema, aber auch noch nicht so stark. Hier unten merkt man ja überhaupt nichts davon, außer dass nicht so viele Touristen da sind wie sonst. Und mehr fällt mir jetzt auch im Moment gar nicht ein dazu. Edgar, du bist ja schon länger wieder auf der Insel. Mhm. Wie ist es für dich? Also in dem großen Teil, was jetzt Geier erzählt hat, hätte ich 1:1 so wiedergeben können. So ist man genauso gegangen beim Ankommen, bin auch mit dem Auto rüber. Es war halt auch schon so surreal, im August das mitzubekommen von der Ferne. So plötzlich. Und dann auch Bilder zu sehen. Also da haben mich die Bilder im August schon recht berührt, da zu sehen, dass die Gegend, das was man wirklich kennt, dass da viel abgebrannt ist und dann
Bocco a Bocco jeden Tag mehr zu erfahren, von dem das Haus ist abgebrannt, von dem oder von der. Auch Häuser, wo ich auch schon selbst drin gewohnt habe, sind abgebrannt. Le Gourou hat es ganz stark erwischt. Auch das Seminarzentrum, in dem ich ursprünglich meinen Satsang-Retreat hier geben wollte und auch das Satsang, das Tantra im Jänner gegeben habe und auch geben wollte, wieder ist auch nur mehr Asche, was gemacht hat. Haben wir ausweichen müssen, also hat mich dann dadurch auch quasi, also hochkommen persönlich betroffen, betroffen unter Anführungszeichen, nicht so wie die, die wirklich alles verloren haben. Ne? Da sind wirklich viele drunter, Menschen, die ich direkt kenne, die Freunde sind, die haben dann Gewand, Kleidung geschenkt bekommen, damit sie überhaupt eine Kleidung haben, um auf die Straße zu gehen, weil alles verbrannt ist. Ne? Das ist dann schon heftig. Wobei jetzt ist, dadurch, dass jetzt ein Abstand war, ich bin vor einem Monat hergekommen, da war das dann schon wieder zwei Monate her, haben jetzt viele schon und auch teilweise auch recht Gomera-typisch verarbeitet. Den Eindruck habe ich schon. Jetzt rein zur Landschaft wollte ich noch kurz sagen, ich war dann eher sogar positiv überrascht, wie ich im Walle, wie ich ins Walle runtergefahren bin. Das hatte ich mir von den Fotos eigentlich schwarz vorgestellt. Und das war dann, da war ich eigentlich positiv überrascht, wie schnell sich da die Natur erholt. Jetzt unabhängig von den Häusern und was gut war, dass keine Menschen jetzt zu Schaden kommen sind körperlich. Und viele haben es ja schon aus meiner Sicht auch recht gut verarbeitet. Es gibt ein paar, die noch immer auch davon sprechen, die auch traumatisiert sind teilweise, habe ich auch mitbekommen. Aber eigentlich überraschend gut, meine Sicht. Also mir ist es auch so gegangen, ich bin gestern war mal wandern im Benchichiqua und da ist also, hat es auch ein bisschen gebrannt. Also ich fand es eigentlich eher interessant als bedrückend oder so. Und auch zu sehen, wie die Natur weiterlebt und wie das wieder neu sprießt. Und ja, aber ich meine, wenn Menschen so betroffen sind, ist natürlich was anderes. Gestern habe ich einen Freund getroffen, der hatte auch seine ganzen Klamotten, sind alle verbrannt und hat dann aus dem Fundus irgendwas bekommen. Und seine ganzen Bekannten haben dann gesagt, oh, jetzt siehst du wenigstens besser aus als vorher. Das kann auch passieren, ja. Den Kommentar fand ich jetzt mal nicht so lustig. Ja. Ja, manche können das schon nehmen, auch wiederum mit einen gewissen Abstand oder Humor auch und manche weniger, dann merkt man auch, wo kann man auch über diese Kosmik, über das, was geschieht, auch dem was Positives abgewinnen, Feuer, das verbrennt, und wo muss man eher vorsichtig sein, weil der Schmerz noch ganz präsent ist. Mhm. Aber das Leben ist ja einfach Fluss und Veränderung und es, irgendwo ist es natürlich. Ne? Also. Ja, und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo mein Besitz sich darauf beschränkt hat, was in einem Rucksack war. Und wenn ich ganz ehrlich bin, waren das eigentlich die besten Zeiten, die ich erlebt habe. Also wirklich auf nichts aufpassen zu müssen, so wenig zu haben. Nur war die Entscheidung damals scheinbar freiwillig. Es war jetzt nicht, dass das irgendwie zwangsweise so passiert ist. Und aber ich habe das ja auch schon erlebt vor mehreren Jahren, als ich in München noch gewohnt habe, dass auch das Haus, in dem wir gewohnt haben, gebrannt hat und alles irgendwie kaputt war, nur wir waren versichert und das ist dann der Unterschied. Aber es fühlt sich dann schon mal irgendwie bedrohlich an, wenn ein Haus auf einmal nicht mehr da ist, was du zu Hause hast. Also ich kann das schon verstehen, dass das Traumatisierung auch auslöst in Menschen und absolut. Und was interessant ist, das was du jetzt gesagt hast mit dem Rucksack, das habe ich auch erwähnt gegenüber den Menschen hier, die dazu, habe ich auch gesagt, dass ich das kenne, dass ich mich reduziert ein paar Mal schon auf einen Rucksack und es kommt alles von selbst auch wieder, irgendwie, wenn es dann wieder kommt, schneller als man denkt. Ja. Weil es gehört einem ja ohnehin nicht, das kommt und geht. Und das Interessante war, da ist dann auch das Argument mit freiwillig und so gefallen, aber die Ähnlichkeit ist schon stark. Und ich habe dann erzählt von meinem Wohnungsbrand in Wien. Also ich habe das auch schon erlebt. Ich habe dann dieselbe Geschichte, nur mit anderen. Auch in einer Wohnung schon Wohnung abgebrannt. Katze,
nicht zu Hause, kommst nach Hause, Feuerwehr war schon wieder weg, alles schwarz. Schock. Wir haben es brennen sehen. Oh. Ja, bei uns war es nicht mal Brand. Also wir hatten so ein Reihenhaus und das waren so das dritte Reihenhaus. Das vierte von unseren hatte gebrannt. Das ging dann über die Dachböden rüber, aber die haben es gelöscht, quasi das ganze Komplex. Und bei uns war alles durchgewässert. Auch. Unten die Computer irgendwie so im Wasser gestanden. Edgar macht materieller Besitz unfrei. In gewisser Weise kann es schon passieren. Also solange man noch eben glaubt, dass man besitzt und sich selbst für etwas hält und so, kann es unfrei machen. Absolut, ja, sicher. Also die meisten ist ja in gewisser Weise ein Paradox. Die meisten erwarten sich oder erhoffen sich von materiellem Besitz oder von Reichtum oder von Geldfreiheit. Ja, es gibt viele Menschen, die meinen, sie müssen zuerst Geld bekommen, um nachher frei sein zu können. Ne? Und das funktioniert ganz sicher nicht, egal wie viel Geld das ist. Sondern eher das Gegenteil. Ne? Dann muss man wieder schauen, das zusammenzuhalten und das bindet. Ne? Materie bindet immer. Das ist nichts Negatives. Man kann das auch positiv sehen, dann ist es halt mal so, dann verwurzelt man wieder wie ein Baum, ist dann wieder mal länger an einem Ort. Aber es bindet. Das bindet an einem Ort. Geil, aber wer könnte da sein, der unfrei ist oder der gebunden ist? Gedanken. Gedanken. Oder eine Empfindung oder ein Gefühl, ich bin jemand, der das hat und dem das gehört. Und wenn ich quasi jemand bin, der Eigentum hat und glaubt, dass es so ist, dann. Und mein Glück oder irgendwas oder meine Zufriedenheit davon abhängig ist, dann macht es unfrei. Oder es fühlt sich unfrei an. Da ist natürlich keiner, der unfrei sein kann, das ist klar. Und Geld an sich kann mich nicht unfrei machen, weil das, was ich ja bin, ist ja schon immer frei. Und aber wie gesagt, wenn das Gefühl da ist, ich brauche das, das ist notwendig für mich, damit ich frei bin, dann macht es unfrei. Aber wenn es einfach nur so angenommen werden wird als Energie, dann macht es in dem Sinne auch frei, dass ich kann ja damit Sachen verwirklichen, die ich gerne möchte. Also sei es jetzt materielle Dinge beschaffen oder Projekte vorantreiben, also es gibt auch eine gewisse Freiheit, oder? Gut, dann müsste man nochmal definieren, was man wirklich meint mit Freiheit. Mhm. Würde ich jetzt so sagen. Geld an sich ist nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. Ich nehme es gerne, wenn es keiner nicht haben will. Nur her damit. Und klar kann man mit dem Geld unheimlich viele Sachen machen. Also die großen Veränderungen hier auf dem Planeten geschehen viel durch Geld. Und also Geld zu haben, macht natürlich nicht unfrei, oder Geld zu haben und einzusetzen für tolle Projekte, ist wunderbar. Also das Geld an sich ist ja neutral. Was es irgendwie zu irgendwas macht, sowas unangenehm oder irgendwas, womit man manipulieren kann oder so weiter und so fort, ist ja das, was dann interpretiert wird und irgendwie da reingegeben wird an Ideen in das Geld. Aber Geld an sich ist ja wirklich nur einfach ein ideales Tauschmittel. Das sehe ich ähnlich. Es ist nicht das Geld, es ist die Idee von Freiheit. Ja, die da eine Illusion ist, die falsche Idee von Freiheit. Und dann glaubt man, mit Geld könnte man frei sein. In gewisser Weise, auf einer menschlichen Ebene ja. Ja, dann kann man sich frei bewegen, kann man herumreisen, was weiß ich. Das ist dann schon eine gewisse Freiheit, ne, die schon unterscheidet von der Materie, wenn ich mich mit Geld irgendwo binde, indem ich dann Besitz anhäufe. Aber wirkliche Freiheit hat weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun. Die ist gegeben eigentlich. Gaia hat eben gesagt,
eben durch Geld können eben Projekte angestoßen werden oder passieren. Ist es wirklich das Geld oder ist es einfach, ist Geld nur der äußere Ausdruck von einer bestimmten Energie, das, was passieren will? Oder wie würdest du das sagen? Oder ist es egal, das überhaupt zu unterscheiden? Ich würde das nicht unterscheiden, wie immer auch diese Sachen geschehen sollen. Bei uns hier im Westen oder generell geschieht es halt meist über Geld, dass Projekte stattfinden. Man braucht dazu Geld, aber man braucht nicht nur Geld dazu, man braucht auch Wille ist gegeben. Ja, letztlich ist das auch nichts, was man selber macht oder tut, sondern man wird da gemacht und ist da benutzt regelrecht. Unterstützung wird gegeben, die kann über andere Dinge kommen, über Mitarbeit, whatever. Ja. Aber Geld ist ein Teil davon und mit Geld kann man schon was realisieren, das stimmt schon. Geld ist ja auch in gewisser Weise Macht. Oder wenn ich zum Beispiel sehe, Politiker, die über in Anführungsstrichen öffentliches Geld bestimmen, was damit passiert wird, das ist auch ein Machtfaktor, ne? Gaia, würdest du das auch so sehen? Du kannst mit Geld Macht ausüben. Positive Macht, negative Macht. Geld ist nun mal das Zahlungsmittel, was wir hier benutzen. Und es hat ja diese Joker-Funktion. Weil Geld irgendwie nicht verrottet. Man kann es irgendwie horten und Zinsen machen. Und das Geld vermehrt sich eigentlich bei demjenigen, der viel hat, automatisch. Der kann nicht mal irgendwas dagegen tun. Selbst wenn es verbrennen würde, würde es sich immer noch vermehren und vermehren und vermehren. Aber das Geld an sich ist ja neutral. Sondern die Rolle, die dem Geld gegeben wurde, oder die Wertigkeit oder Wichtigkeit, da ist irgendwas komisch. Und deswegen kann man diese so Geld so manipulativ einsetzen. Und wir hatten es kürzlich mal in irgendeinem Satz dann, glaube ich, auch, wo es wieder darum ging, kann ich was ändern hier an der Welt, ich muss doch was tun. Und dann konnten wir auch innerhalb des Satzangs so klar sehen, also um wirklich auf dieser globalen Ebene was zu ändern, bräuchten wir so Riesenmengen von Geld. Und den Besitz dieses Geldes werden wir irgendwie nie kommen. Ja? Und um wirklich da mit dem Geld einwirken zu können, dass sich was ändert auf der politischen und auf der Geschäftsebene. Ja, aber Änderungen beginnen doch oft auch sehr klein, also durch einen Impuls, die vielleicht ein einzelner Mensch hat, ne? Schon, ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss doch was tun, damit die Armut in Afrika aufhört, zum Beispiel. Oder damit die Kriege im Nahen Osten oder im arabischen Raum nicht stattfinden. Dazu fehlt mir das Geld. Ja? Und auch der Bundesrepublik. Das ist im Vergleich zu denen, die das ja wirklich in der Hand haben, würde ich mal sagen, das sind ja die Mengen an Geld, die Deutschland hat, wenig im Vergleich zu dem, was die Rothschilds und so weiter, wie sie heißen, haben. Und da, wenn du diese riesen Milliardenmengen von Geld hast, da kann man spielen und kann manipulieren. Aber es wird doch immer nur das passieren, wo das Leben für reif ist. Genau, Fehler gibt es nicht. Also ich meine, selbst mit allem Geld kann man nicht Sachen machen oder in Gang bringen, die einfach nicht sein sollen. Ne? Also ja. Für mich auch, ja. Ja, genau, was nicht sein soll, wird nicht passieren. Egal. Eigentlich wollte ich euch auch ganz fragen,
habt ihr nicht nur zu Gomera eine Geschichte und eine Beziehung, sondern seid ihr euch früher schon, habt ihr auf Gomera auch eine gemeinsame Geschichte, oder? Nein, nicht wirklich. Also nee. Wir haben uns mal gesehen, das war so kurz am Strand, wie das Superstar war. Das war ein kurzer Augenblick sozusagen. Ja, wirklich ein paar Minütchen oder so. Ja. Und eigentlich, wo wir uns näher gekommen sind, waren wir jetzt in Berlin auf dem Kongress Erleuchtung. Wir haben zumindest den ersten Satz dann nebeneinander gesessen, den wir uns angeschaut haben da, oder an dem wir teilgenommen haben. Und haben uns so beim Essen so ein bisschen kennengelernt und ich fand das sehr nett und sympathisch. Me too. Ja, Forum Erleuchtung ist auch ein Thema. Ihr wart beide dort, ihr habt beide dort Satsang gegeben und zwar nicht alleine, sondern eben mit anderen Satsang-Lehrern zusammen. Wie war das? Das war ja eine neue, eine andere Situation. Ist da alles genauso automatisch passiert, so im Fluss, als wenn ihr alleine gewesen wärt, oder habt ihr das irgendwie anders erlebt? Und vielleicht kann Edgar dazu was sagen. War für mich schon anders. Ich habe zwar schon mal erlebt, das ist schon mehr als 10, 12 Jahre her, in Pune, da waren ein paar, wo man sich einmal zusammengetan haben und zu dritt, zu viert, zu fünft am Abend was gemacht haben, Leute entführt haben zu einer Party und die haben nicht gewusst, um was es geht. Worum ging es denn? Ja, Satsang, das kann man Satsang. Aber, nee, aber in dem Stil, wie das beim Forum Erleuchtung war, das war schon anders. Weil vor allem die letzten Jahre habe ich eigentlich auch dann, ne, bildet sich dann das heraus, dass man halt Satsang gibt, alleine Satsang gibt eigentlich hauptsächlich. Und das war dann eine neue Situation, war anders, war spannend eigentlich. Und es war nicht nur, ich meine, ich will das jetzt nicht so sagen, dass man nur gibt bei Satsang, das ist ja nicht, das ist ja immer ein Kreislaufend. Ja, es ist eine Wechselgeschichte immer, vom Anfang an eigentlich, ja, weil da sitzt ja nur Gott. Ja, und gerade am Anfang ist wichtig, das auch, oder war für mich wichtig, das auch zu erkennen und auch das anzunehmen, was kommt, ne, in den Satsang. Aber irgendwann entwickelt sich doch so eine Lehrergewohnheit daraus. Ne, und ein Geben, ein Präsentsein, ein Dasein. Und dann plötzlich ist das so ein bisschen aufgelöster und man kann auch viel mehr annehmen. Also ich habe da auch recht viel für mich auch, es war auch für mich richtig spannend und wertvoll, wo ich viel genommen habe. Und nicht nur das Geld, was in den Korb kommt oder das Lächeln oder die Begegnung, sondern wirklich auch was mitgenommen. Kannst du sagen, was du da mitgenommen hast? Was war das? Was? Kann man es in Worte fassen oder war es einfach nur... Nee, ich glaube, das ist eine Dynamik, die vielleicht da entstanden ist, wo vielleicht noch was mehr draus wird, das wird man sehen, weiß es nicht. Ich bin noch immer in Kontakt mit ein paar. Jetzt zum Beispiel, ein Teil haben wir mitgenommen, dass wir jetzt da zum Beispiel zu zweit sitzen. Das ist auch ein Teil, das man mitgenommen hat. Ne? Diese Bereitschaft und das Spannende, auch gemeinsam was zu machen, ich finde das interessant. Diese Begegnung dabei. Gaia, ich glaube, Armin hat das gesagt in Berlin beim Forum Erleuchtung Kongress. Ja, alle haben Kollegen, also Ärzte haben Kollegen, jeder Berufsstand hat irgendwie Kollegen. Ja, Satsang-Lehrer haben auch Kollegen. War dir das jetzt vor dem Forum Erleuchtung Kongress irgendwie bewusst oder irgendein Thema für dich? Oder wie war es vorher und wie ist es jetzt? Dass es auch andere Menschen gibt, die ganz unterschiedlich sind vielleicht, aber die in der Funktion doch was Ähnliches machen. Also bei mir war es jetzt so, ich war ja leider nur die ersten zwei Satsangs dabei in dem Forum Erleuchtung, im Kongress. Den ersten konnte ich noch mehr anschauen und den zweiten war ich selber aktiv als Satsang-Lehrer. Klar ist mir bewusst, dass es mehrere gibt. Wir könnten uns als Kollegen bezeichnen und
mit vielen, vielen Satsang-Lehrern merke ich aber auch, dass es oft nicht ein Kollege ist, sondern eher wie eine Konkurrenz sich aufbaut, was ich persönlich sehr unangenehm finde, weil das da eigentlich, ich sehe da keine Konkurrenz. Es gibt da keine Konkurrenz. Jeder hat irgendwie seinen Ausdruck und dieser Ausdruck zieht Menschen an. Und bei dem einen sind es viele, bei dem anderen sind es wenige oder bei dem einen wechselt es ständig. Ich sehe das jetzt nicht wirklich so als Konkurrenz. Konnte aber zum Beispiel im Forum Erleuchtung auch, zumindest während dem Satsang, den ich gehalten habe, feststellen, dass allein nur, wenn ich irgendwelche ganz simplen, einfachen Statements da reingebracht habe, dass die von anderen Satsang-Lehrern irgendwie sofort attackiert wurden. Zum Beispiel wie das Statement, was ich da gebracht habe, ist zu sagen, hier sind Erfahrungen und irgendwas ist sich bewusst darüber. Das ist ja ein Statement, wo eigentlich jeder sagt, jo, stimmt. Und dann kam aber auch schon gleich, ich weiß gar nicht mehr von wem, irgendwie eine Attacke. Das kann man so nicht sagen. Dann gab es ja bei uns diese Frage nach der Seele und ob es das gibt und so. Und das fragte, glaube ich, sogar Armin, wie wir das sehen. Und wo ich dann gesagt habe, okay, bevor man das irgendwie bespricht, muss man überhaupt erstmal definieren, was meine ich denn mit Seele? Bevor wir da in irgendein Blablabla haben. Das war am Anfang ganz stark, das war auch am zweiten Tag noch. Das hat sich erst dann am Schluss zu einer Harmonie entwickelt. Am Anfang war richtig viel Konfrontation, viele, die eigentlich ihre Sicht da gegen eine andere stellen wollten oder einmal ihre, auf das sie sich eingefroren haben oder eingeschworen haben, das Konzept halt das präsentieren, da war viel dabei und das könnte ja Ergänzung sein. In Wirklichkeit sind wir alle wie 100 Köpfe Krishnas, aber ein Körper, also so sehe ich das. Und wenn, dann ergänzt man sich, sogar wenn man sich scheinbar widerspricht für einen, der jetzt vielleicht das nicht kennt, das, ne, könnte es wie ein Widerspruch wirken, der eine redet gerade von allem, der andere von nichts. Ja, aber das sind alles Aspekte, die wahr sind, gleichzeitig wahr sind. Ne, und da kann man sich super ergänzen, da muss es nicht zu einer Konkurrenz kommen. Aber ich gebe ihm vollkommen recht, am Anfang war da eine ganz starke Konkurrenzsituation spürbar von den Lehrern, die da dagegen gehen wollten irgendwo. Das nicht so stehen lassen konnten, wie es derjenige jetzt ausdrückt. Das war am Anfang schon ganz stark. Ja, im ersten Satz dann, da war es ja irgendwie, das ist ja irgendwie ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Vollkommen! Die arme Frau, die da. Da sind wir ja oben nebeneinander gesessen im Publikum, das war ja auch lustig. Weil es auch drei so total verschiedene Ansätze waren, ne? Von der Martha und von Roman und wie hieß der andere noch? Mari. Mari, genau, also drei so unterschiedliche Ansätze von des Satsang-Leitens. Puh. Also da kannst du durcheinander kommen. Das ist das, was glaube ich auch Geier meinte, das mit der gemeinsamen Sprache. Das kann verwirrend sein, wenn da dann jemand sitzt, der redet davon, der davon, vielleicht die gleichen Worte, meint was anderes, das kann schon stimmen. Also ich sehe das Spannende vom Forum, von dem Kongress gar nicht so sehr im gemeinsamen Lehren, sondern einfach nur den sozialen Kontakt zueinander. Einfach das ist einfach schön, das sehe ich schon. Einfach das Schöne, oder dabei zu sein oder zu spüren oder, ja, oder vom Herz her die Begegnung, das sehe ich viel wertvoller als jetzt den Aspekt gemeinsam lernen. Ich glaube, das ist gar nicht so das. Da gebe ich Ihnen gar auf, da ist wirklich diesen unterschiedlichen Zugang, den ja die Leute auch suchen, den brauchen sie ja auch. Der eine sympathisiert dort, der andere da. Das kann verwirrend sein, obwohl viele machen sowieso Guru-Hopping. Ne? Aber trotzdem, ne? Dann liegt es an den Leuten. Aber das kann verwirrend auch sein. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass jemand erkennt, der redet davon, der davon, der davon, dass man dann irgendwann beginnt, wo ist das Gemeinsame? Dass vielleicht das Suchende beginnt, nicht mehr auf den Mond, auf den Fingern zu schauen, sondern vielleicht fällt auch dabei was auf. Das wäre das Experiment dahinter. Aber ich glaube,
ob es wirklich passieren kann. Am Ende vom Kongress ist es eigentlich passiert, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, es war ein Zusammenfließen der Energien dann auch. Ne? Es war weg, die Konzepte und die Ideen von Lehrer und es war weg. Ne? Es ist ja klar, dass verschiedene Begriffe, also Definition von Begriffen, das kann verwirren. Aber ich habe es erlebt, dass selbst sogar auch ganz unterschiedliche Energien, dass das irgendwo auch eine Verwirrung, eine leichte Verwirrung geben kann. Also einfach nicht, was die Leute jetzt sagten von den Begriffen her, sondern dass die Energien so unterschiedlich waren. Es war einerseits schön und lebendig, aber andererseits war das auch manchmal nicht so einfach, damit zurechtzukommen. Hm. Ja, es war, ich fand es auch extrem. Wie gesagt, ich hatte nur die ersten zwei Satzangs, deswegen kann ich nicht so viel sagen, aber was schon im ersten Satzang da energetisch ablief, das war schon anstrengend und ich kann mich noch erinnern, wie heißt sie nochmal? Bhajnaji, dann in ihrer Art, wie sie eben ist, dann da in diesen Satzang reingeknallt ist und irgendwie dieser Frau die Kissen da aufs Schoß geknallt hat und so. Also das ist schon eine Energie, die kann einen ganz schön durcheinander machen. Also ich fand es in dem Moment irgendwie auch ein bisschen respektlos von ihr. Es war aber nur meine Sichtweise, weil ja vorher irgendwie schon klar war, das ist jetzt der Satzang von den dreien, den die leiten sollen. Und als sie sich dann da so einmischte, hat mir nicht so gut gefallen. Das ist wirklich, das stimmt. Es ist sie über die Grenzen gegangen, auch von der Absprache, die wir hatten. Ja, jeder setzt die Grenzen da woanders. Also ich habe das auch als bisschen übergriffig erlebt, aber ich habe von anderen gehört, die fanden das wiederum toll. Ne? Ja, also da hat jeder andere Grenzen. Gaia, ich habe in deinem Plan gesehen, dass du nächstes Jahr aber wieder dabei sein wirst. Also insgesamt findest du das doch eine interessante und lohnenswerte Erfahrung, oder? Ich wäre auch diesmal gerne alle drei Tage dabei gewesen. Ich hatte mir auch drei Tage freigenommen, aber für das Wochenende vorher. Und dann wurde das irgendwie doch noch eine Woche nach hinten gelegt und dann konnte ich wirklich nur den Freitag, was mir auch schon unheimlich viel gekostet hatte, überhaupt den Freitag dabei zu sein, weil ich dann im August, glaube ich, 8000 Kilometer mit dem Auto gefahren bin. Aber irgendwie hatte ich diesen inneren Ruf, ich muss da hin. Ich habe da irgendwas hinzugeben. Und das ganze Setup, mir hat es gefallen und ich wäre gerne die drei Tage da gewesen, aber ich hatte dann eben auch andere Termine schon ausgemacht, die mir auch wichtig waren. Aber ich bin das nächste Mal dabei, also ich habe zugesagt und schon. Würdest du das wieder so beschreiben, dass es richtig ein Ruf ist, also für dich? Ja, ich kann natürlich jetzt, wie gesagt, war nur diese zwei Satzungs da. Ich höre zwar euch sagen, wie es am Ende sich aufgelöst hat in Einssein, Energie. Wunderbar, wenn das passiert, ist es schön. Ich hatte bevor das stattfand, einfach das Gefühl, ich muss da zumindest das reinbringen, irgendwie als Botschaft, dass es hier keinen Erleuchteten gibt und keinen Unerleuchteten und eigentlich keinen Lehrer und keinen Schüler. Weil das ist ja oft eine Dynamik in vielen Satzungs, das erschafft so eine Trennung, erzeugt dieses Suchen und sich ständig nicht zu Hause fühlen, weil es so aussieht, da ist einer, der mich lehren könnte, wie man richtig ist. Also nicht essen, sondern sein. Und das geht, das kann mir keiner beibringen. Ne? So, das war mir wichtig, das da in irgendeiner Form reinzubringen, dass es quasi den Erleuchteten nur als ein Konzept gibt. Und das war aber dann auch Thema. Also am dritten Tag war ich zum Beispiel vor, habe das auch nochmal gesagt, die Nabala
hat das beschrieben und ich habe mich dafür bedankt. Ich habe das auch so empfunden, dass diese Unterteilung erleuchtet und nicht erleuchtet, die immer wieder durchkam, dass ich die eigentlich nicht richtig finde. Also, dass die schon Trennung schafft und dass die eigentlich gekünstelt ist. Ne? Ja, weil wenn wir nachschauen, was ist denn Erleuchtung, dann finden wir nur Ideen. Ne? Und ich weiß es bis heute nicht, was Erleuchtung sein soll. Ich habe sie jahrelang gesucht und irgendwann nicht mehr. Irgendwann war sie da. Keine Ahnung, ob sie da ist. Ich weiß es nicht. Ich habe nur irgendwann glücklicherweise über den Isaac, der mir so eine tolle Frage gestellt hat und mich gefragt hat, was ist denn Erleuchtung? Und ich konnte nur sagen, ja, du bist ja der Erleuchtete, du musst es ja irgendwie wissen. Und ich weiß es nicht. Ich suche sie nur. Und dann hat er mich ja gefragt, wie kannst du denn irgendwas finden, von dem du nicht weißt, was es ist? Und das war so, das war eine geile Frage. Weil dann konnte ich so klar sehen, ja klar, wie kann ich irgendwas finden, von dem ich nicht weiß, was ist es? Geht nicht. Also konnte ich dann gucken, was will ich eigentlich wirklich? Und das habe ich. Und dann hat die Suche aufgehört. Edgar, wie ist es für dich? Würdest du auch sagen, dass es ein richtiger Ruf für dich dorthin war, nach Berlin zum Forum Erleuchtung? War es, ja. War schon. Und nächstes Jahr? Bist du noch nicht. Weißt du noch nicht. Da kenne ich jetzt meinen Terminplan noch nicht so gut genau. Ich habe ja den einen Kongress auch Mitte August zugesagt bei euch, beziehungsweise Rainbow Spirit, Erwachendes Bewusstsein. Das Mitte August ist und Anfang August ist der Kongress Erleuchtung. Ich wurde auch schon gefragt. Es kann sein, es kommt jetzt darauf an, wie der Reiseplan und so ist und wie es reinpasst. Und dadurch, dass ich ja hier wohne und nicht so viele Termine in Deutschland habe, kommt es auch darauf an, was so drumherum geschieht. Also ich könnte mir dann jetzt nicht leisten, 2-3 Wochen irgendwo ein Break in Berlin zu machen. Also muss sich das ergeben, das werde ich sehen. Kannst du allgemein was sagen über deine Sommertour, also deine Reise jetzt? Die letzte? Die letzte, diesen Sommer, also diesen vergangenen Sommer jetzt. Ja, die war super. Also die war intensiv, echt intensiv. Ich bin ja alles auf mein Auto gefahren, von hier Gomera weg nach Wien und dann von Wien aus durch ganz Deutschland. Hauptsächlich war es in Deutschland, die Sommertour. 3 Monate, 4 Monate waren wir weg von Gomera, zu zweit unterwegs. Und es war wirklich wunderschön, so viele schöne Begegnungen, Treffen. Wir haben ein Sommerfest in Hannover gehabt, davor ein Treffen, ein großes. Dann 2 Kongresse und viele Satsangs und auch Kundalini-Tata-Seminare. Es war richtig schön, war richtig intensiv, viele Begegnungen. Es ist auch so schön gewesen, diesen Kontrast zu erleben, weil ich vorher ja fast 2 Jahre nonstop hier im Walle war und mich eigentlich überhaupt nicht wegbewegt habe und eher zurückgezogener lebe und dann wirklich da raus zu den Menschen und eigentlich permanent in Begegnung mit Menschen. Es war ein richtig schöner Kontrast. Und jetzt ist es wieder schön hier. Ja, genau. Und jetzt ist wieder so das volle Reinfallen hier, sich in die Insel fallen lassen. Das ist ja auch was ihr beide habt. Also dass ihr auf jeden Fall zeitweise, jetzt Edgar im Sommer und du, glaube ich, mehr oder weniger über das ganze Jahr hin, dass ihr dauernd die Plätze wechselt. Ne? Also vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen, wie das ist, immer woanders zu sein. Weiß nicht, wer zuerst. Ja, also wie das schon in der Frage drinsteckt, wie es ist, immer woanders zu sein, es ist immer anders. Und für mich fühlt es jetzt zum Beispiel gerade richtig toll an, mal 3 oder über 3 Wochen an einem Platz zu sein. Das habe ich selten. Also 3 Wochen an einem Platz mich aufzuhalten, klasse.
kann ich gut nachvollziehen. Das habe ich während der Tour gemerkt auch. Wenn ich mal eine Woche wo war, da war ich wie schön dann mal, es geht nicht gleich nach zwei, drei Tagen weiter. Ja, und früher war mein Schedule oder so ein bisschen anders. Da war es oft so, dass ich eine Woche in Köln war, eine Woche in Hamburg und eine Woche in München oder so. Und dann sind immer mehr Anfragen dazugekommen, kannst du nicht auch mal hierher kommen und dahin kommen? Und so sind es jetzt oft, dass ich einen Tag da bin, zwei Tage da und wieder einen Tag nur da. Ich bin ein Typ, der es gerne macht. Ich bin gerne unterwegs, mir macht es nichts aus, in verschiedenen Betten zu schlafen und ich kann das gut. Habe aber auch dieses Jahr gemerkt, dieses Jahr habe ich viele, viele Termine gehabt und habe gemerkt, ich brauche mal einen Break oder weniger. Und so habe ich auch meinen Plan für nächstes Jahr ein bisschen reduziert. Es sind nicht mehr ganz so viele Events in 2013. Schauen, wie sich das entwickelt, aber ich mache es gerne. Satsang ist mein Leben irgendwie und egal wo und wie. Aber ich habe jetzt auch eine Partnerin seit knapp einem halben Jahr und wir wohnen nicht zusammen, wir sind aber oft zusammen und dem möchte ich auch gerne Raum geben und momentan ist auch die Situation so, dass sie mich ständig begleiten kann und vielleicht auch nicht will. Und so will ich also auch dem ein bisschen mehr Raum geben, dass wir öfters auch Zeit, private Zeit einfach für uns haben. Edgar, könntest du auch sagen, Satsang ist für dich das Wichtigste im Leben? Oder bei dir ist es ja so, dass du nicht nur Satsang-Lehrer bist, sondern auch Tantra lehrst, Tantra-Gruppen oder Retreats. Also, wenn ich es vom Lehren her nehme, ist es Satsang. Ne? Auch in den Tantra-Seminaren, und die sind eher wirklich relativ traditionell indisch, Kundalini-Tantra, und da geht es eigentlich nur um die Energie und weniger um Sexualität und auch nur für Fortgeschrittene, also irgendwelche, die schon bei irgendwelchen Instituten sind, die mich dann als Gastlehrer buchen für Jahrestraining oder sowas. Aber auch da bringe ich viel Satsang rein, weil für mich ist eigentlich, das ist eigentlich wirklich der Kern. Ja, das Tantra ist halt, ja, da geht es halt mehr ums Energetische und da werden halt von den Menschen auch Techniken erwartet, was dann nicht wirklich mehr meins ist. Aber man gibt es halt weiter, wie eine Art Brotjob, würde ich das fast nennen. Viel mehr Bedeutung hat das für mich nicht mehr. Also das Tantra hat für mich persönlich überhaupt keine Bedeutung mehr. Also das hat sich komplett verloren. Und ansonsten ist eigentlich Satsang vom Satsang geben gar nicht so. Es ist das Sein an sich. Es ist ja alles Satsang letztlich. Da habe ich mal eine Frage dazu. Also so, wie würdest du jetzt Tantra definieren? Also wo nicht wirklich gut definiert. Also das Tantra, wo du sagst, da habe ich eigentlich gar kein Interesse mehr dran. Wie würdest du das Tantra? Dieses Tantra, okay. Dieses Tantra. Mhm. Da gibt es ja anscheinend ein anderes Tantra, was dich interessiert. Also hör es jetzt. Nee, es gibt gar kein Tantra. Ja, das mich eigentlich interessiert. Wenn dann noch das Philosophische, das, was ich noch als letzte Art Dualität zwischen Bewusstsein und Energie, zwischen Shiva und Shakti meinetwegen, als philosophisches Konstrukt oder Konzept letztlich, das dann mündet in dem, letztlich ja in der Erfahrung, dass immer alles eins ist, dass Bewusstsein und Energie von vornherein auch eins sind. Da sehe ich noch diese Verwebung, und interessant ist ja, dass einige Tantra auch als übersetzen als Weben, als Verwebung. Da sehe ich diese Verwebung, ja, auch von Advaita, das mehr oder weniger eigentlich das Ziel ist des wirklichen Tantrikas, im Indischen. Ja. Und da sehe ich noch, das der Punkt, Interesse wäre zu viel gesagt. In mir ist ein wirklicher Interesse für irgendwas. Aber wenn es dann geweckt wird, ist es da. Ne? Dann
dann spreche ich dir auch gern drüber oder dann, ja, dann beschäftige ich mich mit anderen dann gern damit. Aber prinzipiell ist von mir kein Drang dazu, eigentlich nicht einmal zu Satsang, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich überhaupt kein Drang. Aber wenn dann das da ist, dann betone ich eben auch beim Tantra ganz gern diesen Aspekt der Non-Dualität, der schon mit drinnen ist im Tantra, von, dass diese Einheit von Shiva und Shakti, von Bewusstsein und Energie von vornherein immer schon gegeben ist, dass die nicht erreicht wird und irgendwann sind sie dann verschmolzen, sondern die sind immer schon eins. Ja. Da sehe ich noch. Aber zum Beispiel das sexuelle Tantra, ich finde es schon wertvoll. Die Menschen sollen das machen, man sollte das ausleben. Ja, also auf der menschlichen Ebene, nicht so, dass ich das ablehne, auf gar keinen Fall, aber persönlich habe ich da halt kein Interesse. Das war mal ein Weg auch, aber ist sicher wertvoll, auch als Therapie und als Mögliche, aber persönlich ist da nichts mehr. Ja, aber so wie ich Tantra an sich verstehe, ist es ja die, quasi die Verschmelzung mit dem einen. Und letztlich das. Ja, auch das, was letztendlich im Satsang passiert. Genau, genau. Da sehe ich auch dann überhaupt keinen Widerspruch. Ne? Mhm. Aber das ist schon für einen Tantriker recht fortgeschritten, weil viele westliche Tantriker verlieren sich halt sehr in der Sexualität. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das scheint für mich auch komplett uninteressant zu sein. Ja. Ja. Aber es ist so, dass ich viele Menschen kennen dich als Tantra-Lehrer oder ja. Und dann nimmst du die Funktion noch ein. Nee, ich nehme sie nicht nur ein, sondern ich bringe dann als Falle, setze ich mich dann hin und gebe dann im Tantra-Satz an. Dann sieht man natürlich mehr Kunden. Aber zum Drüberstreuen gibt es dann natürlich schon Übungen. Und die Sexualität wird schon verwendet. Ne? Damit überhaupt Energie da ist, ne? Damit sich da was regt. Ne? Letztlich aber macht es die Energie eh von selbst. Ne? Man macht ja nur nichts. Aber Beschwerden bekommst du nicht, dass die Leute sagen: Hör mal, das, ich dachte, das ist Tantra und jetzt ist das Satsang. Nein. Machst du anscheinend sehr geschickt. Es ist ja keine Trennung, das ist ja so. Ich kann auch über das Nichts oder über das Selbst oder über die Stille oder über Shakti, das ist letztlich alles eins. Kann man ja, gibt es ja nicht. Das ist eine Illusion, wenn da eine Trennung wäre. Und letztlich nochmal, jeder Tantriker, ob er es weiß oder nicht, letztlich überhaupt jeder Mensch sucht das, wenn er überhaupt sucht, egal was er macht. Ob er sucht im Materialismus, ob er sucht in Bedürfnisbefriedigung, in der Sexualität, in der Partnerschaft, die Suche ist immer getrieben davon, sich selbst zu finden oder das oder wie man das nennen möchte. Diese Einheit zu finden, letztlich, die eh schon da ist. Ja, die du da nicht finden kannst, wo du sie suchst. Ja, genau. Könnt ihr vielleicht was zu dem Phänomen sagen, dass bestimmte Sachen ganz unterschiedlich viele Menschen anziehen? Also zum Beispiel, wenn jemand über Engel spricht, der zieht normalerweise viel mehr Menschen an, als wenn jemand Satsang gibt oder reines Advaita. Ich will das nicht beurteilen, dass das eine immer oberflächlicher ist oder weniger tief geht als das andere, aber anscheinend ist es so, dass weniger Menschen sind, die jetzt für eine ganz reine Lehre, die sagt, da ist keiner, weniger offen sind. Seht ihr das auch so und nimmt ihr das einfach hin oder? Das ist die Marketingabteilung Gottes, die sagt das. Mit Enkel verkauft. Sich selbst mit Enkel verkauft. Also es spielt gar keine Rolle, was der Aufhänger ist.
Nee, würde ich nicht so sagen. Das war jetzt wirklich nur ein Scherz gemeint. Ja, ich meine, wenn du dir die Engelseminare anschaust oder die Engel-Energie von mir aus auch, das ist immer was Positives, das ist immer was Schönes, es gibt Hoffnung. Und im Satsang ist Hoffnung, da gibt es keine mehr. Im Satsang geht es um die nackte Wahrheit. Und das kann sehr konfrontativ sein für ganz viele Menschen. Und vor allen Dingen diese Idee loszulassen, jemand zu sein, der hier irgendwie einen freien Willen oder eine freie Entscheidung hat. Das scheint so überlebenswichtig zu sein für so viele Menschen. Ich habe das ja noch oft im Satsang, das ist ja auch oft ein Thema, immer wieder. War auch gestern im Satsang hier ein Thema. Und dann sieht es so aus, als wäre das meine Meinung. Als ist das ein Glaubenssatz. Oder es ist nicht meine Meinung. Es ist einfach, ich kann es nicht finden. Ich kann hier nur finden, da kommen Fragen, hier kommen Antworten, Reaktionen, da sind Reaktionen, Reaktionen. Dieses ganze System ist geprägt, das System ist geprägt, das System ist geprägt. Alles hat irgendwie eine Prägung und dementsprechend geschieht es alles und Prägungen können sich verändern. So, und diese Botschaft im Satsang, wenn es ein wirklicher Satsang ist, würde ich mal sagen, wo dann auch nicht irgendwie der Meister auftritt, der dann sagt, ich mache das alles für euch, ja, gebt mir euer Geld und euer alles Sorgen und ich mache das, vertraue mir und ich befreie dich. Solche Satsangs gibt es ja auch, sondern die Satsangs, wo auch das wegfällt, sondern wo jeder quasi auf die nackte Wahrheit hingewiesen wird, das ist sehr konfrontierend. Und da sagen viele Leute, glaube ich, lieber, nee, dann höre ich mir lieber die guten Botschaften der Engel an oder die Tantra-Seminare, wo man irgendwie gestreichelt wird oder was weiß ich was. Und das passiert halt im Satsang irgendwie nicht so. Das kann sehr konfrontativ sein. Und Edgar, Gaia hat ja jetzt versucht auszudrücken, wo mit seinen Worten, worum es im Satsang geht. Könntest du das auch probieren und sagen? Ich habe nicht wirklich eine Definition. Ein Satsang ist alles letztlich das, was jetzt ist, was ich zeigen möchte. Letztlich ist alles Satsang. Das Ganze, alles, was geschieht, ist immer Satsang. Es gibt letztlich nur Satsang. Satsang heißt letztlich die Wahrheit dessen, was jetzt erscheint. Und damit kann man sein. Das kann man dann bei einer Satsang-Veranstaltung kann man das dann einladen und sagen, okay, entspann dich, ja, und sei mit dem, was ist. Tatsächlich ist so, das ist das, was wo auch Geier jetzt hingedeutet hat, dass er das auch unterschreibt, dass wir viele wollen den Traum schöner machen, ne, und suchen Techniken und Möglichkeiten, um den Traum schöner zu machen. Im Traum funktionieren oder verwechseln den Satsang ja dann mit einer Art Lebensberater oder Therapeuten oder sonst was oder Glücksspielenverkäufer. Ja. Und der Hermann Lehner hat einmal ein Buch mit dem Titel geschrieben und das erwähne ich immer wieder, weil es mir so gefällt, weil mir der Titel so gefällt, nur wie er schlecht träumt, will er wachen. Leider, das ist so, weil Das ist es. Bei der Wahrheit, bei Satsang geht es darum, nicht den Traum schöner zu machen. Es geht überhaupt nicht mehr um den Traum. Es geht auch nicht einmal um einen Träumer. Gibt keinen Träumer. Ja? Es geht um die nackte Wahrheit, die es nicht einmal gibt. Da bleibt nichts übrig, nicht mal eine Wahrheit. Das reine Nichts.
Und für das reine Nichts braucht es Mut. Viele haben davor Angst, obwohl man sagen kann, das ist süß, das ist das reine Nichts ist. Mehr braucht man nicht als nichts. Man braucht nichts. Und nur nichts. Aber die meisten haben davor Angst und wollen halt den Traum schöner machen. Mit welchen Mitteln auch immer. Tantra ist auch eines der Mittel. Ich war so ein Tantra-Junkie, ne? Der dann Energie-Junkie, der auf Ekstasen gestanden ist und Ekstasen gesucht hat, um den Traum schöner zu machen. Edgar, du hast gerade gesagt, eben das ganze Leben ist Satsang und das stimmt irgendwo auch, aber andererseits stimmt das für mich, meine Erfahrung auch, dass diese formale Satsang, jetzt wird gesagt, okay, dann ist Satsang, das hat irgendwie was Mystisches, dass dann, ja, als wenn die Wahrheit da besonders schnell hinfließt oder die Entspannung besonders leicht passiert, oder würdest du das auch so sagen? Es ist letztlich eine Einladung, nicht vom Satsang-Lehrer, sondern vom Sein selbst, anders sein, ja? Das ist ein Termin mit dir selbst, für jeden Einzelnen, sich fallen zu lassen und in dieser Entspannung und in diesem gemeinsamen Bewusstsein kann dann halt was geschehen, das ist halt ansteckend. Aber das Bewusstsein geht ja nicht von irgendwem aus, das ist ja immer da. Es wird dann eben bemerkt. Das Bemerken, ja, ist halt, die Einladung ist da, dass es bemerkt werden kann. Und da passieren dann halt auch mystische Dinge. Okay, aber das ist gar nicht mystisch, das ist... Ja, mit mystisch meine ich jetzt, ich weiß nicht, dass zum Beispiel eben im Satsang mit Gaia habe ich es so erlebt, kaum ist man hier im Raum, kaum ist offiziell Satsang-Zeit, schon passiert zum Beispiel bei meinem System eine Entspannung, eine starke Entspannung. Absolut. Die nicht unbedingt passiert, wenn wir uns vielleicht auf der Straße begegnen würden oder auch ohne dass es formal Satsang ist, im gleichen Raum sitzen würden, als wenn da was, ja, doch was resoniert, ja. Ja, ich habe da auch noch Vermutungen, letztendlich. Warum es genauso ist, weiß ich auch nicht, aber meine Vermutung ist einfach, dass wir mit einer bestimmten Absicht herkommen, mit einem gemeinsamen Interesse zu genießen, ohne uns irgendwelche Hilfsmittel dazu zu nehmen. Also das einzige Hilfsmittel ist quasi der Satsang oder die Satsang-Veranstaltung, um es mal so genauer zu sagen, weil ich stimme zu, Satsang hört nicht auf und fängt nie an. Aber die Satsang-Veranstaltung. So, wir kommen mit diesem Interesse her, wir freuen uns drauf, mit der Aufmerksamkeit in der essentiellen, oder auch darum zu wursteln, sage ich mal, einfach so, zu sein, zu ruhen. Und das scheint was zu bewirken. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Meine Satsangs sind ja meistens so, dass ich auf die sehr simplen, einfachen Dinge hinweise. Und das kann dann im System wieder so ein, es ist so einfach, wie konnte ich es eigentlich vergessen? Das kann das bewirken. Und ja, und wenn wir dann außerhalb des formellen Satsangs sind, dann haben wir oft auch andere Interessen, wollen wir was essen und was trinken und vielleicht nochmal an den Strand gehen oder zum Sonnenuntergang oder einen rauchen oder keine Ahnung, Fernsehen gucken, Fußball, Champions League, weiß der Kuckuck was und reden über Kameras oder Delfinfahren, keine Ahnung was. So, der Fokus ist einfach anders und ich glaube, das macht es auch aus. Ich habe bei mir den Eindruck, das Bewusstsein, eigentlich ist ja Bewusstsein selbst, das dann Satsang gibt und da hochkommen, das da geschieht, das hat er nie mit dem Lehrer, vielleicht schwebt da was, das sind jetzt nur Bilder, ne? Es wird was herumschweben, was dann
sich senkt, nicht? Und dann ist da ein Satz an. Das war so fantastisch für mich selbst am Anfang, bei den ersten Satzungen, die ich gegeben habe, dass ich ja überhaupt nicht gewusst habe, was. Man weiß, man hatte kein Konzept bei Satzungen, was man da spricht und wer was da für Fragen kommen, weiß man nicht. Wie das damals begonnen hat, das zu bemerken, dass Satzungen wirklich geschieht, ohne dass man was tut. Man macht nichts. Man setzt sich her. Und plötzlich ist Satz an. Plötzlich geschieht Satz an. Ja, einfach so, ohne dass man selbst, ja, es spricht. Ja. Irgendwoher kommt der Wissen oder auch nicht. Ja. Und das bringen die Leute schon mit. Das bringt das ganze Setting, bringt sich selbst mit. Und plötzlich geschieht Satz an. Ohne dass man irgendwas richtig machen muss, überhaupt irgendwas machen muss. Das ist in dem Sinn schon wie eine Magie, die da einfach dann geschieht durch so einen Satz, ohne dass es irgendwer macht. Einfach nur, weil man es jetzt so nennt und zusammenkommt. Ja, Magie ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Ne? Mhm. Kaya, würdest du das auch so benutzen? Ja, Magie klingt gut, besser als mystisch irgendwie. Ja, genau. Ja. Das war nicht ganz das richtige Wort. Ja. Ja, es ist echt magisch und es ist auch immer wieder verblüffend, wie es geschieht. Ja. Und auch, wie du sagst, man geht ja wirklich, ich zumindest, wirklich ohne irgendeine Idee dahin, was man, wie machst du es heute? Oder es kann zwar sein, dass manchmal diese Ideen auftauchen, aber selbst wenn du da ein Konzept gehabt hast, spätestens dann, wenn du da sitzt, läuft alles anders, als du es geplant hast. Und dann passieren auch Sachen, dass dieser Satz dann geschieht und hier werden Sachen gesprochen, wo ich nachher so, wow, wo kam das her? Das konnte ich mir nicht überlegen irgendwie. Das ist so. Und das ist irgendwie das Tolle am Satz. Ja. Man muss echt nichts können. Das ist der einfachste Beruf, den man sich vorstellen kann. Muss man nicht sich selber aus dem Weg gehen können. Ja, aber dazu wird man hingeprügelt. Also so sehe ich das. Eben in solche Kleinigkeiten, dass man, wenn man einmal was vorhat, das funktioniert eh nicht. Du meinst, wenn man was vorhat, was das Leben nicht unterstützt? Also zum Beispiel, ja. Überhaupt. Das hat man schnell abgerührt, mir da was zu überlegen. Das hat. Das heißt, nimm Satsang, was bezwecken zu wollen oder ein bestimmtes Thema reinzubringen. Thema zum Beispiel reinzubringen, ja. Bezwecken ist sowieso schon. Bezwecken geht gar nicht. Ja, oder eine bestimmte Einleitung oder was soll, fange ich es mal so an oder so. Ja. So Ideen bin ich auch schon da hingekommen und. Funktioniert einfach nicht. Nee, auf einmal setzt sich jemand nach vorne und das läuft alles ganz anders. Genau. Also quasi ist es auch wieder ein Mittel oder das Leben benutzt es, um denjenigen, der da in der Funktion des Satsang-Gebers oder drin ist, um den wieder in den Moment zu holen und zu sagen, hör mal, jetzt ist das und egal wie du dazu stehst. Ja. Für mich fühlt sich das so an, also ich bin so dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt, für mich, dass ich hier eingeladen werde, Satsangs zu halten und es wundert mich einfach nicht wirklich, ich komme hierher und habe keine Ahnung und gehe hier raus und habe immer noch keine. Ja. Und darf in dieser Wahrheit hier sitzen und das irgendwie vermitteln und einfach auf die Basics, auf die einfachen, auf die Realität hinweisen. Ja, da ist ja nicht viel Realität, wenn ich mal sagen, objektive Realität an sich gibt es ja gar nicht. Ja, da ist so einfach Bewusstsein und irgendwas, was da drin auftaucht. Und das, was da drin auftaucht, das ist ja für jeden anders. So, deswegen gibt es ja so eine objektive Welt gibt es ja gar nicht. Die ist ja für dich anders als für mich oder für dich.
Wir haben ja alle ja dieselbe Information, aber irgendwie wird für jeden wahrscheinlich irgendwas anderes rausgefiltert hier. Und das zu bemerken und darüber zu sprechen, ist ein Vergnügen. Und wenn dann die Leute entspannen und ich mit, das ist einfach ein Genuss. Wenn dich jemand zum Satsang in einen neuen Ort einlädt, machst du das immer ganz spontan oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen oder wie passiert das? Wie kommt dein Reiseplan zustande? Ja, das passiert irgendwie so automatisch. Jetzt fahre ich ja seit ein paar Jahren nach Prag und irgendwie hat sich jetzt in Tschechien zum Beispiel was ergeben, dass sie mich auch in einen anderen Teil von Tschechien eingeladen haben. Und mir gefällt das sehr gut mit den Tschechen, die sind so, wie soll ich mal sagen, die sind so bereit und so hingebungsvoll auch für das Ganze, dass das stattfindet und geben ihre Energie dahinter. Das fühlt sich so gut auch an, auch wenn die meisten wenig Geld haben oder in Tschechien eh wenig Geld haben. Die Satsang-Räume, die man mietet, relativ teuer sind. Im Vergleich zu dem, was reinkommt, am finanziell gesehen, wäre es eher irgendwas, wenn ich so denken würde, nee, dann würde ich es eher nicht machen. Aber allein, was da läuft an Energie und an Freude und Dankbarkeit, ist so ein Vergnügen. Und da haben sich jetzt mehrere neue Orte entwickelt in diesem Jahr. Ich fahre jetzt an neue Orte, wo ich noch nie war. Nee, das läuft dann auf Englisch und wird übersetzt ins Tschechische. Ja. Und ja, nix. Letztes Jahr kamen neue Orte in der Schweiz dazu. Dieser auch wieder, glaube ich, ist im Tessin im Juni. Das entwickelt sich alles so. Edgar, war es bei deiner Sommertour genauso und doch das 2013 auch wieder von dir eine Sommertour geben und ist es noch zu früh jetzt darüber sprechen? Eine kleine Sommertour. Also ich habe für 2013 nicht vor, so viel zu machen wie 2012. War dann doch am Ende, habe ich gemerkt, fast einen Monat zu lang. Also da hätte ich dann lange so, ne? 4 Monate. 4 Monate, so am Stück. Am Stück. Aber da waren schon so im Schnitt 3 verschiedene Orte in der Woche, also 2-3 Tage war der Schnitt an einem Ort. Und es war dann schon am Ende anstrengend auch. Und keine Pausen zwischendrin. Das war's, ich habe vergessen, Pausen einzuholen. Vielleicht mit Pausen wäre es besser gewesen, das werde ich künftig anders machen, aber das lernt man dann aus Erfahrung. Aber nächstes Jahr mache ich kürzer, auf jeden Fall kürzer. Weil ich auch vorhabe, wahrscheinlich im Frühjahr nach Teneriffa umzusiedeln und möchte dann nicht gleich wieder so lang weg. Mal gucken. Hast du da schon einen Platz? Oder? Nee. Aber ein Teil der Insel, der dich anzieht, oder ist das alles noch ganz offen? Ehrlich, alles offen. Was zieht dich nach Teneriffa? Ja, einiges sind verschiedene Sachen. So. Die Größe der Insel reizt mich jetzt auch. Mhm. Wenn man da lang ist, ich bin ja das erste Mal 2000 gekommen und habe schon ein paar Jahre auch, war ich auch da und Winter und jetzt auch wieder 2 Jahre. Und im Moment dadurch, dass auch im Walle die Situation ist, dass die Fähre nicht mehr kommt, Handynetz. Also es fehlt dann schon einiges, was sich auch zusätzlich neben der Ruhe, ne, die man schon da hat, und dem Zurückgezogensein, wo ich auch ein bisschen Lust wieder mehr habe auf mehr Leben und da hochkommen, mehr gesellschaftliches, kulturelles und so. Dann können mich Leute einfacher besuchen in Teneriffa. Da habe ich viel Feedback bekommen, dass die Anreise recht lang ist, dann eher für die meisten. Und ja, einfach mal wieder einmal eine Zeit was anderes. Einfach der Wechsel. Es müsste nicht Teneriffa sein. Wenn es Gran Canaria wäre oder Las Palmas, Palma wäre auch okay. Mhm. Kommt auch in Frage. Kann sein, dass ich auch die nächsten Jahre Inselhopping mache, ich weiß nicht. Mhm. Aber 1-2 Jahre einmal Teneriffa und dann wieder gucken nach 2 Jahren. Kann sein, dass man dann bleibt, dann wieder nicht. Ich lasse das offen. Aber irgendwie reizt es im Moment. Habt ihr beiden noch Fragen untereinander, die jetzt gut ins Interview passen würden?
Ja, das war schon mal eine Gala. Ja. Ich habe vorher das mit Tschechisch. Die ergeben sich spontan. Ne? Oder gibt es noch ein Thema, über das einer von euch gerne sprechen möchte jetzt? Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Höchstens, wir haben ja einen gemeinsamen Freund in Subasch. Ja, ja. Ja. Ich habe ewig gar nichts mehr gehört. Weißt du was, der macht denn noch irgendwas? Der hat auch mal so ein Portal gehört. Ja, der hatte das Satz an Notizen. Der hat da 1999 zu Silvester gegründet, 31.12. und hatte sie dann 7 Jahre und dann hat er dicht gemacht. Nee, er ist jetzt arbeitet als Grafiker in der Nähe von Wien. Ich habe ihn letzten Sommer während der Sommertour getroffen und mein Satzang in der Neustadt hat mich richtig gefreut. Also super, falls du das. Hallo. Von dir ist nämlich dieses eine Foto, was auf meiner Webseite ist, wo ich mit diesen langen Haaren bin. Das hat der Subasch gemacht, der irgendwie im Kopf oder damals. Isaac im Satzang. Er macht ja super Fotos. Ja, auf das hat er sich jetzt auch voll spezialisiert. Ja. Er hat auch Serien rausgegeben, die Stille in der Fotografie und so. Also so ein bisschen versucht das anscheinend zu vermischen mit der Fotografie. Aber interessant ist, es gibt ein Foto im Internet, wo der Subasch drauf ist und darunter steht Edgar Hofer. Eine Zeit lang ist das bei Google recht weit vorgekommen, wenn du Edgar Hofer gesucht hast, ist du Subasch. Das habe ich aber fotografiert, ne? Das ist einfach nur verwechselt worden. Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr dieses kleine Experiment mitgemacht habt. Ein Interview zu zweit. Danke dir. Vielen Dank. Gerne, danke auch. Danke. Ja.